Eine Braut im Stress am Hochzeitstag. Wer hier spart, erlebt böse Überraschungen. Die Farbe ist jetzt abweichend, das ja, weil es sollte eigentlich in Ivory sein. Ausgezogen bis aufs Hemd. Das günstige Glück scheitert bei ihm an Kleinigkeiten. Die Hose ist weg. Wie, die Hose ist weg? Meine Hose ist weg. Und nun? Schnell weg ist auch das Geld, wenn man für seine Trauung am Limit rechnet. 3.000 bis 3.500. Wird knapp. Knappes Budget, weiter Anzug. Der schönste Tag im Leben? Wie ist die Stimmung? Bescheiden beschissen. Pleiten, Pech und Pannen. Und das kurz vor dem Ja-Wort. Alter, so einen Tag möchte ich nicht nochmal haben, ey. Zwei Paare wollen heiraten und trotzdem sparen. Ist das überhaupt möglich? Für Diana und Peter ist dies ein magischer Ort. Nicht ganz ein Jahr. Tja, nicht ganz ein Jahr. Nee. Eine kirchenähnliche Höhle am Rande des Harzes. Ich habe hier den Heiratsantrag quasi in dieser Steinkirche gestellt. Ne? Also wirklich in einer Kirche. Ne? Wo? Dass wir hier waren, ist doch vollkommen okay. Hier ist zu dicht am Wasser, Moment. Oh, ist gut. Und so war das vor einem Jahr. Produktionsarbeiter Peter bittet Reinigungskraft Diana stilecht um ihre Hand. Nun sind es noch 3 Monate bis zur Trauung. Beide wollen ihre Hochzeit groß feiern. 120 Gäste sollen in das Örtchen Lohnau im Harz kommen. Doch wie soll das Fest finanziert werden? Schon jetzt fehlt es ihnen und den 2 Kindern oft am nötigsten. Wir wollen definitiv sparen, weil es geht auch nicht anders. Nee, erstens geht's nicht anders, weil Alleinverdiener und nicht gerade mit Managergehalt. Ihr Budget? Rund 3.000 Euro für Location, Kleidung, Essen und Ringe. Wie soll das reichen? Wir machen es selber. No, das ist der Unterschied. Wir machen es selber. Das heißt, wir müssen vorab alles besorgen. Das heißt, zwischen Standesamt und kirchliche Trauung ist 1 Tag und der wird hier zur Großküche umfunktioniert. Eine Traumhochzeit trotz wenig Geld. Peter erhofft sich dafür Hilfe aus dem Dorf. Sein Freund Olaf gilt als wahres Organisationstalent. Er hat sofort Ideen. Da, wo wir helfen können, natürlich selbstverständlich. Bei den kalten Platten, die können wir selber legen. Ja. Wir kennen ja wen, die können das sehr gut. Ja. Ne, das sieht auch akkurat aus. Und der Einkauf mit den ganzen Wurstsachen und so, dann holen wir uns halt die Angebote von der Vorwoche rein und besorgen das halt und kaufen es ein. Gefeiert werden soll im Dorfgemeinschaftshaus. Das kostet nur 150 Euro Saalmiete. Wo bauen die das Buffet auf? Unten das Buffet. Das Buffet wird dann hier hinten aufgebaut, in einer Tafel. Getränke dann hier auf der anderen Seite, obwohl die Bar ist Getränke, ja. Getränke kommen in der Theke. Die Bar ist ja da, ne? Aber für die Kinder oder so würde ich dann hier was aufstellen. Hm. Kommt immer besser, damit sie da mal drankommen. Ja. Ansonsten für die Speisen und so, das Buffet wird hier vorne schön eine Tafel gemacht. Ja. Das hängen wir schön ab mit Decken, schön weiße Decken. Und dann habt ihr ja auch die Spiegel und so fürs Buffet, was richtig schön nochmal rauskommt. 3/4 des Budgets gehen wohl für Essen und Blumen drauf. Aber was ist mit dem Kleid? Gemeinsam mit Tochter Larissa sucht Diana nach einer günstigen Lösung. Also für den einen Tag, damit es nachher irgendwo bei den Motten im Schrank verrottet oder ich es wieder verkaufe für bedeutend weniger, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und da habe ich dann gesagt, ich so, pass auf, ich guck mal bei eBay rein. Dort sind Hochzeitskleider erstaunlich günstig. Importware aus China gibt es zu Schnäppchenpreisen. So wie dieses Kleid. Es hat das Tüll, es hat die Spitze, die es mit drin hatte. Hat es auch Tränen? Die habe ich dann später. Ja. Ich kaufe schon mal Taschentücher. Er hat den Gürtel dabei. Das teuerste daran ist der Versand. Der kostet 110 Euro. Und das Kleid ist veranschlagt mit 21 Euro. Nach einer gescheiterten Ehe scheint Dianas Traum nun in greifbare Nähe zu rücken.
Man will doch einmal Prinzessin sein. Du bist jeden Tag Prinzessin. Nein. Doch. Nein, zu Hause bin ich Königin. Den Traum von der Hochzeit in Weiß träumen auch Jens Buhnke und Viola Hoffmann. Seit 6 Jahren sind sie ein Paar. Beide haben gescheiterte Beziehungen hinter sich und wollen noch einmal ganz neu anfangen. Zusammen mit Violas Sohn Sven und dem gemeinsamen Sohn Maxi wollen sie einen wunderschönen Tag erleben. Violas großer Wunsch? Endlich einen Ehering tragen. Hier ist der Antrag. 1.8. Verlobung, 1.8. Ja, die richtigen Worte weiß ich gar nicht mehr so alles. Ja, wir sind erstmal den Strand entlang gelaufen. Da hast du dann noch zu mir gesagt, irgendwo weiter weg. Und dann sind wir gelaufen. Dann hast du die Rose in den Sand gesteckt. Genau. Hast den Ring genommen und hast dich auf die Knie geschmissen. Und dann hat er mir halt erzählt, wie toll ich... Ja, auf jeden Fall wurde es ja dann Zeit, habe ich gesagt. Genau. Genau. Nach 5 Jahren, 6 Jahren, die wir uns kennen. Auch bei Jens und Viola ist es in 3 Monaten soweit. Ihr Budget ist fast doppelt so hoch wie das von Diana und Peter. Ich hoffe, dass dann der Tag dann schön endet und halt nicht so alles stressig dann an dem Tag. Nö, wir machen uns keinen Stress einfach. Das ist optimistisch, denn parallel zur Hochzeit planen die 2 noch ein Eigenheim. Den Bauplatz im Nachbardorf haben sie gerade günstig erworben. Schon in 1 Monat soll der Bagger kommen. Das Grundstück haben wir im Verhältnis zu Wolfenbüttel und Vimmelse, wo wir jetzt auch gerade wohnen, haben wir das ganz günstig ergattern können. Also wir zahlen jetzt hier 50 Euro für einen Quadratmeter und in Wolfenbüttel, da zahlt man 150, 200 Euro aufwärts. Und deswegen haben wir auch so ein großes Grundstück, weil das hier wirklich machbar ist. Ortstermin vor dem historischen Gemäuer der Marienkirche in Wolfenbüttel. Hier soll die Trauung stattfinden. Wie groß, ne? Eine Traumhochzeit in einem Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert. Das hat sich Viola gewünscht. Ich finde das einfach schön, wenn ich da durch den Mittelgang gehe mit meinem Papa und ich dann diese große Kirche habe. Und das ist halt sie, was sie halt wollte. Sie wollte halt mal so richtig einmal am Prinzessin sein. Was kostet sowas? So eine Trauung in so einer großen Kirche. Was kostet das? Mich kostet es nicht, weil ich hier geboren wurde. Es ist mein Einzugsgebiet von diesen ganzen Kirchen. Ich bezahle ja auch meine Kirchensteuer und deswegen ist es für mich frei. Der große Tag rückt näher. Bisher haben sich Viola und Jens nicht auf eine Location für die Feier einigen können. Heute probieren sie es in der Gastwirtschaft Herzog Heinrich in Wolfenbüttel. Die soll zwar etwas teurer sein, aber vielleicht kann man ja handeln. Und könnten Sie uns denn pauschal schon mal, Sie hatten ja jetzt schon ein paar Feiern hier, vielleicht so ein, wo wir uns eventuell bewegen, welchem Rahmen mit Getränken, dass wir schon mal so zu Hause rechnen können? Also die meisten Veranstaltungen bewegen sich so zwischen 40 und 50 Euro, die hier stattfinden. Mhm. Fühlt sich aber auch gut an. Ja. Aber 40 Euro war eigentlich so unser, wo wir gesagt haben, pro Person. Und darüber wollten wir nicht gehen. Hm, da tun wir dementsprechend variieren an den Speisen, sodass wir da auf jeden Fall mit hinkommen. Trotzdem, bei etwa 70 Gästen wären das ca. 3.000 Euro nur für Essen und Getränke. Die beiden machen Kassensturz. Essen 3,2. Richtig gut. Was soll denn dein Brautkleid? 1.000 Euro. Ich muss ja das ungefähr wissen, wie viel ich für meinen Anzug ausgeben darf. Und heute ist es soweit. Gemeinsam mit Jens und seinen Eltern will Viola ihr Traumkleid kaufen. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich das erste Mal so ein Kleid anhabe. Und ja, hat man ja nicht jeden Tag an so ein Kleid. Und dann fahren wir da jetzt hin und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ne? Schick, edel und preiswert soll es sein. Ein Outlet für Brautmoden bietet günstige Modelle aus dem Vorjahr an. Jens darf das Kleid übrigens nicht sehen. So will es der Brauch. Es ist ab. Ja, ist gut. Ja, hier geht stiften. Jens und sein Vater sollen oben einen Anzug aussuchen. Viola will ungestört sein. Ich möchte gerne Tüll und
Spitze und Glitzer und ja, ich möchte eine Prinzessin sein. Schwiegermutter Regina Bunke hat so ihre ganz eigenen Ansichten, wenn es um Hochzeitskleider geht. So mit Fransen hier, diese Volants oder so, da sieht man aus wie ein Törtchen. Das ist, finde ich, nicht so gut. Ist so. Erstmal machen sie noch dicker, als man ist. Und wenn man dann sowieso schon eine größere Größe hat und dann noch so voluminöse Rüschen, dann, ja, und der Busen, der wird dann so hochgezogen. Nee, das ist nicht so schön. Jetzt schön mittig halten, das ist jetzt deine Aufgabe. Und ich ziehe dann schön fest. Jawohl. Wenn es zu fest wird, Bescheid sagen. Mhm. Ich krieg noch Luft. Das ist wichtig. Luft kriegen und Ja sagen. Genau. Das erste Mal im Brautkleid. Was für ein Gefühl. Finde ich persönlich auch immer ganz schön. Die Corsage recht auffällig mit dem Glitzerbesatz. Und ja, der Rock ganz ruhig fließend. Mhm. Schöne Kombination, auch sehr modern. Aber es ist noch nicht mein Kleid. Nee, ich sehe das auch schon so ein bisschen, ne? Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Naja. War nicht sehr ihrs. Ihr habt noch keine Tränen in den Augen gehabt. Auch in Lohnau dreht sich heute alles ums Brautkleid. Ja, dann setz ich hin. Guck, jetzt kannst du alles sehen. Ist alles gut. So. Erster Blick. Dari? Erste Mal gucken. Ob es wirklich so geworden ist wie... Wie online bestellt. Dianas Hochzeitskleid frisch aus China eingetroffen. Preis 21 Euro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hätte eigentlich in Ivory sein sollen, ja? Nein, ich finde es im Realen besser wie auf Bildern. Das sieht nicht so, ich sag jetzt mal, so glänzend und so edel aus. Auf Bildern sieht das so matt aus, so... dahin gekleckert und fertig. Die Farbe ist jetzt abweichend, das ja, weil es sollte eigentlich in Ivory sein. Aber es ist jetzt halt weiß. So, und es hat einen Reißverschluss statt eine Schnürung. Aber sind das die einzigen Abweichungen? Anprobe im Kinderzimmer. Jetzt wird sich zeigen, ob es wirklich passt. Immerhin ist der Unterschied zwischen Fotovorlage und Original beträchtlich. Diana stellt fest, da ist noch viel Luft in alle Richtungen. Ich glaube, wenn ich jetzt runterziehen würde, könnte ich es mir so ausziehen. Nein, nicht ganz. Ich muss es ein bisschen enger machen lassen, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Auch Peter hat Post aus Übersee bekommen. Sein Hochzeitsanzug ist da, nach Maß geschneidert. Den habe ich auch in China bestellt. Wie so manches schon in meinem Leben zuvor. Mir kommt hier gerade nur etwas eher spanisch vor. Er sollte maßangefertigt sein. Extra die Maße für rüber geschickt. Und ich stehe da jetzt gerade wie so ein Ochs vom Berg. Und ich habe das Gefühl, dass wenn das irgendwie nicht die Größe ist, die es sein soll. Immerhin, der Anzug hat nur 50 Euro gekostet. Doch irgendwie hat die Hose einen seltsamen Schnitt. Das war ein Griff ins Klo. Wenn ich das sehe, was hier hinten alleine raushängt, so viel Stoff kann man gar nicht mehr wegschneiden. Na, also ich glaube, da bin ich mit der Änderung genauso teuer, als wenn ich jetzt beispielsweise zu einem der bekannten Modehäuser fahre und mir da einfach eine Anzugshose kaufe. Hoffentlich passt wenigstens der anthrazitfarbene Gehrock. Auf den hat sich Peter besonders gefreut. Mit diesem Outfit will er Diana überraschen. Weste und Gehrock sind aufeinander abgestimmt. Okay, das passt. Fast wie angegossen. Da haben sie sich nicht verschnitten. Unterdessen hat sich Viola in ihrem edlen Brautmoden-Outlet noch nicht für ein Kleid entschieden. Schwierig bei so viel Auswahl. Und wie gefällt dir das Modell? Ja, das ist auch schön. Reicht dir das vom Glitzerfaktor her? Irgendwas fehlt. Eher tendenziell besser oder schlechter als das erste? Besser. Besser. Mhm.
Also mehr Prinzessin. Ja. Gut. Das kriegen wir doch hin. Okay. Bis dann, gleich nochmal rein. Ja. Währenddessen hat Violas Verlobter Jens, eine Etage weiter oben, eindeutig zu viel Zeit. Ohne das wachsame Auge seiner Partnerin scheint es mit dem Anzug für ihn heute wohl nichts zu werden. Unten nimmt jetzt Schwiegermutter Regina die Sache in die Hand. Brautkleid ist eben nicht gleich Brautkleid. Das ist nicht Törtchen. Das ist zwar schön. Mal schauen, was er dazu sagt. Dann gucken wir mal. Immerhin hat Schwiegermutter signalisiert, dass sie Viola beim Kleid finanziell etwas unter die Arme greifen will. Wow. Das ist toll, ne? Mhm. Ich muss mich selber angucken. Oh, schön. Dieses Kleid fühlt sich irgendwie anders an. Mal schauen, ob es dir gefällt. So. Ja, jetzt bin ich eine Braut. Jetzt bist du perfekt. Man ist eigentlich noch so das kleine Mädchen irgendwie und in einem Kleid steht erstmal eine Frau. Das ist ein Lebensabschnitt, ne? Und ich denke halt darüber nach, wenn mein Papa mich sieht. In diesem weißen Traum soll ihr Vater sie zum Altar führen. Um 980 Euro ärmer, aber vollkommen glücklich, kann Viola diesen Punkt auf ihrer Liste nun abhaken. Noch 6 Wochen bis zur Hochzeit. Das Catering ist erledigt für 3.200 Euro, Kleid 980 Euro, Blumen, DJ, Fotograf 1.500. Fehlen noch die Ringe. Viel Geld ist nicht mehr da. Schön, dass du diesen Schritt wählst. Ja. Sind so schon ganz aufgeregt, nicht? Ja. Ja, ein bisschen. Super. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass ich uns langsam mal was raushole, dass wir uns da langsam rantasten. Genau. Hätten wir zum Beispiel sowas in der Richtung, kann man entweder auch von der Breite her, dass man entweder was Schmales oder was Breiteres nehmen könnte. Mhm. Dürfen sie auch gerne in die Hand nehmen. Mal mit rumspielen. Aber den finde ich gut. Ah, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, nicht? Wenn man gleich... Muss dir natürlich dann auch gefallen, ne? Ja, das ist ja fast so ähnlich wie der erste, der war. Mehr als 200 Euro wollte man nicht ausgeben. Also, ja. Was würden die jetzt kosten? Da sind wir perfekt im Preisrahmen. Da liegen wir beim Paar bei 124 Euro. Ja. Ganz gewöhnlich ist es, dass man den Namen des Partners und das Hochzeitsdatum nimmt. Ja, wir wissen schon, was wir reinschreiben. Ja? Echt? Ja. Hatten wir doch drüber gesprochen. Ja, ich hab's vergessen. Also wir hatten ja unseren Namen und dann das Forever dahinter. Fand ich ganz nett. Mhm. Wollen wir das auch so machen? Hm. Ja. Also Viola Forever? Ja. Dann machen wir hier vor noch ein Herz und dahinter noch ein Herz. Und bei ihm auch. Ja, und bei ihm auch. In Lohnau machen auch Peter und Diana Kassensturz. Kleidung und Essen sind doch teurer als angenommen. Und für ihre Ringe haben sie 500 Euro ausgegeben. Das Gesamtbudget ist fast ausgereizt. 3.000 bis 3.500. Wird knapp. Nur noch ein paar hundert Euro sind übrig. Aber die zwei sind sich sicher. Das kann man wuppen. Der DJ ist ein Kumpel von Peter und kostet nichts. Die Hochzeitstorte macht seine Schwester und als Kirchensängerin bietet sich gerade eine Bekannte aus Hamburg an. Ah. Hallo. Hi. Hi. Du wolltest aber uns auf Hochzeit singen, ne? Hattest du angeboten? Genau. 2, 3 Songs. Ja. Ne? Wie weit wissen da jetzt? Also, ich habe 2 Songs auf jeden Fall. Ihr hattet ja vorgeschlagen von Schandmaul. Willst du? Genau.
gefällt mir sehr gut, der Song. Also ich bin zufrieden damit. Und als zweiten Song habe ich Ewig von Peter Maffay, falls ihr den kennt. Ist auch gut. Mhm. Ja, und ist sogar schon drauf. Magst du den mal anstimmen? Ewig oder? Ja. Wenn du sagst, du hast ihn schon drauf. Wenn für mich kein Tag mehr kommt und es trennt uns der Horizont, lehn dich an, weil mein Herz also nicht tragen kann, wenn es dich nicht tragen kann. Gänsehaut pur. Ah. Pipi-Augen. Dankeschön. Diana hat schon wieder Pipi in den Augen, Mensch. Du schaffst es schon wieder. Ich weiß nicht, ich mag solche Songs. Ja, ich glaube, ich muss mir irgendwie neue Schminke organisieren, die auf jeden Fall wasserfest ist. Okay. Tschüss. Okay. Das Schöne ist, sie singt das Lied, na, das ist Das willst du, was ich halt abgespielt hatte, wo ich den Heiratsantrag gemacht hatte. Na? Das ist einfach auch noch was anderes. Es ist nicht nur eine Geldsache, ne? Richtig, es ist auch was Persönliches dabei. Es ist auch was Persönliches dabei. Weil es ist nicht einfach irgendjemand Fremdes, sondern es ist jemand, den man kennt. Und auch Make-up und Haare werden ein Freundschaftsdienst sein. Wir sind bei Sandra. Sandra ist unsere gute Fee, was Sachen Haare angeht. Schwer zu verkennen. Schwer zu verkennen. Sie macht aus Diana gerade einen Wischmopp. So, mal als kleinen Spaß an der Rande. Nein, wir sind heute bei Sandra zum Probestecken. Sprich, sie schaut jetzt, was macht sie aus Dianas Haaren für die Hochzeit? Aus dem Strüpp, aus dem Stroh. Hm? Sandra, warum machst du das für uns? Weil ich ein Lieb hab. Und da sind wir wieder beim Thema Freunde, Verwandte, Bekannte ins Boot holen. Und wieder Geld gespart. Neun Uhr morgens im Fümmelsee bei Wolfenbüttel. Der Tag der Hochzeit ist da. Die Stimmung angespannt. Während Bräutigam Jens den Saal schmückt, ist Viola zu Hause mit den Nerven am Ende. Diese Woche war das wirklich so, dass wir Termin hin und her immer wieder zur Location, dann zurück zum Haus, dann wieder zum Fensterbauer, da Farben aussuchen. Und das war wirklich dann schon sehr anstrengend, ja. Ich habe echt geweint dann auch, weil also in der Location zweimal, weil ich dann da angekommen bin und einfach nur gedacht habe, das schaffe ich alles nicht mehr zeitlich. Und ich dann auch mit den Nerven echt blank war schon. Das Programm gestern, Richtfest und standesamtliche Trauung an einem Tag. Viel Stress. Geregnet hat es auch. Die Rede wird jetzt nochmal ausgedruckt, weil die war komplett nass. Was ist denn los? Ich krieg die Tür nicht auf zur Location und die anderen sind drin in der Location. Schön, dass du rangehst. Ha! Vor der Tür steht Merles Mama. Magst du ihr mal aufmachen, bitte? Du bist doch in der Location, ne? Mit Merle. Ja. Ja, gut. Ja, danke. Ciao. Ja. Alter, so einen Tag möchte ich nicht nochmal haben, ey. Dabei hat der noch gar nicht richtig angefangen. In der Gaststätte hegt Bräutigam Jens ähnliche Gefühle. Die Tischdeko passt noch nicht. Bald kommen die ersten Gäste und seine Braut kann ihm nicht helfen. Alleine scheint er leicht überfordert. Da eine Baustelle, da Baustelle. Dann fehlte das, dann haben wir irgendwo was vergessen bei der Kirche, was eigentlich hierher sollte. Dann hat man doppelte und dreifache Fahrwege und ja. Reicht hin, dann, wenn das heute gelaufen ist, haben die letzten 4 Tage ganz schön reingehauen. Aber das werden wir jetzt auch noch schaukeln. Keine 3 Stunden bis zur Trauung. Jens ist trotzdem optimistisch. Ja, jetzt fahre ich nach Hause, packe jetzt noch die restlichen Sachen, die wir hier nicht brauchen, zusammen. Und dann bin ich gut in der Zeit, gleich 11 Uhr, abduschen, Anzug anziehen. Und dann treffe ich mich ja eigentlich schon mit den Gästen dann vor der Kirche. Seine Braut hingegen scheint leicht gereizt zu sein. Das finale Make-up in der Parfümerie wartet und Viola ist viel zu spät dran. Stressig. Ich bin eigentlich nur am Telefonieren. Ich hatte das Telefon, glaube ich, noch keine 10 Minuten aus der Hand. Und bei solch einem Chaos kann man schon mal etwas Wichtiges vergessen. Wimpern zum Beispiel. Kann ich schnell noch mal zum Friseur rübergehen, bevor wir anfangen? Ja, klar. Fragen, ob die mir Wimpern kleben dann noch?
Hat das andere nicht funktioniert mit dem Wimpernkleben irgendwo? Ich habe gar nichts, ich habe gar keinen. Ach so, ich dachte, da wäre jemand, der die Wimpern geklebt hätte. Ich muss ganz schnell Friseur fragen, kann ich? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ich gehe Wimpern kleben. Und weg ist die Braut. Aber Wimpern sind wichtig, für Viola jedenfalls. Jetzt habe ich Wimpern gekauft, bin ganz schnell in den Friseurladen gehuscht, habe gefragt, ob sie das freundlicherweise machen, dass ich eine gestresste Braut bin. Und die haben gesagt, ja klar, kein Ding, komm vorbei und wir machen das für dich. Ich renne jetzt. Gesagt, getan. 15 Minuten dauert das Ankleben des unverzichtbaren Accessoires. So, jetzt bin ich fertig. Meine Wimpern sind geklebt, noch nicht richtig, die halten noch nicht ganz. Für den Feinschliff ist die Visagistin zuständig. Die startet nun mit Sekt offiziell ihr Servicepaket Make-up. Doch dafür bleibt kaum noch Zeit. Wie viel Zeit ist denn noch? Nicht mehr viel, ich glaube 20 Minuten, wenn überhaupt. Und ich bin noch nicht geschminkt. Aber die Wimpern kleben und ich hoffe auf die Hilfe jetzt, dass das irgendwie noch zu machen ist, weil ich mir das echt so sehr gewünscht habe. Künstliche Wimpern habe. Einmal in meinem Leben. Mit geballter Kraft versuchen die Angestellten, Violas neue Wimpern in Form zu bringen. Und ohne Violas Beistand bahnt sich zu Hause für Bräutigam Jens eine mittlere Katastrophe an. Etwas fehlt. Die Hose ist weg. Wie, die Hose ist weg? Meine Hose ist weg. Und nun? Logisch so. Hast du die nicht dran gemacht, die Hose? Nein. Die schwarze Hose, die andere ist ja... Das Bart ist blockiert. Und da ist die Hose? Ja, ist die Hose. Da ist, glaube ich, die Hose direkt da. Wer ist denn da drin? Olli. Olli, mach mal auf da, die Hose ist drin. Wir brauchen die Hose. Nee, wir haben schon gefragt, da ist keiner. Da ist die bestimmt drin. Der hat sie bestimmt drin gelassen. Ich wollte die Hose da anziehen. Das ist cool. Meine Weste ist schon mal wieder da. Tada! Willst mir nichts, ich hab noch keine Hose. No, sir. Aber eigentlich solltest du eine andere Hose anziehen. Was ist mit der anderen Hose los? Die ist nass. Warum? Weil es geregnet hat gestern. Die haben wir jetzt nicht mehr trocken gekriegt und jetzt ziehe ich die andere an hier. Das feuchte Richtfest hat die Hochzeitshose ruiniert. Gut für Jens, dass Hochzeitsfotograf Fatom viel Erfahrung mit gestressten Bräutigammen hat. Ohne ihn wäre Jens vermutlich immer noch nicht angezogen. Und der gute Freund hilft nicht nur mit klugen Ratschlägen, sondern legt durchaus auch selbst Hand an, wenn es nötig ist. Schick. Im Harzer Dörfchen Lohnau bleiben den Brautleuten noch 20 Stunden bis zur Trauung. Im Dorfgemeinschaftshaus herrscht gedrückte Stimmung. Diverse Gäste haben abgesagt, auch eingeplante Helfer. Diana und Peter müssen jetzt improvisieren. Dadurch, dass noch ein paar Absagen kamen, müssen wir einmal neu schreiben. Ja. Genau. Ja, da müssen wir sind gestresst. Bleibt jetzt auch nicht aus mittlerweile. Also es wird immer später und immer später und immer später. Und na, es ist einfach so, dass einfach mal irgendwo an einem gewissen Punkt auch einfach mal so ein bisschen die Luft raus ist, dass dann irgendwo auch die Stressfaktoren auftauchen und dann ist halt Feierabend. Richtig. Aber, wie war das? Im Fachjargon gesagt, Probacken zusammenkneifen und durch. Und so. Je mehr schief läuft, desto geiler wird die Party. Fertig. Bingo. Aus. So, den schreiben wir nachher in aller Ruhe neu. Da setzen wir uns nachher ins Bett. Fertig. Das machen wir nicht mehr jetzt. Wenn ich im Bett liege, die Zeit ja? Die rennt sonst dafür weg. Wenn ich im Bett liege, mein Schatz, dann bin ich weg. Ein paar Helfer sind noch übrig. Diana bricht zum Kontrollgang auf. Wie läuft es bei ihrem Kumpel Heiko? Der will mit selbstgemachten Tacos das Buffet veredeln. Hi. Hi. Wie schaut's aus bei dir? Gut.
Gestern hat es leider nicht geklappt. Ich wollte ja heute schon fast fertig sein. Wieso? Was ist passiert? Ja, in der Küche ist mir halt die Scheibe kaputt gegangen durch das Unwetter gestern. Nicht dein Ernst? Und das Glas ist zwischen die Tacos gelandet und in das Fleisch, was ich schon gebraten hatte. Das Glas? Ja. Wieso Glas? Weil die Fensterscheibe kaputt gegangen ist. Die hat ja einen Riss gehabt. Okay. Ja. Und genau auf dem Essentisch ist reingeflogen, gestern durch den Regen. Super. Wie weit hast du denn jetzt schon wieder aufgeholt? Ich bin jetzt bei Nummer 30 ungefähr. Okay, also hast du noch... 120. Okay. Und wenn er Hilfe braucht, dann sind wir da und... Er hat uns das angeboten, wir haben es dankend angenommen, weil wir sowieso gesagt haben, wir wollen ein bisschen was Mediterranes auf dem Tisch haben. Und da er halt eben spanische Küche nicht fremd ist, haben wir gesagt, gut. Das macht ja auch Spaß. Solange du Spaß hast, ist das natürlich... Beim Kochen habe ich immer Spaß. Und weiter geht's. Mehr als 20 Leute haben abgesagt. Die Arbeit bleibt zum großen Teil an Dianas Mutter Monika hängen. Die steht schon seit 12 Stunden in der Küche. Es steht jetzt an, dass die Salate vorbereitet werden, so dass die ein bisschen schön durchziehen, dass wir ein bisschen was Gescheites haben. Dann machen wir Käseplatten fürs Buffet. Deko mit dem Obst, dann müssen wir noch Mini-Muffins für die Kinder. Es gibt dann noch so kleine Extras. Ja, und dann warte ich mal ab, was dann noch auf mich zukommt. Ich habe jetzt erst einmal den Part, das Fleisch für den Grill vorzubereiten, die Salate herzurichten, ja, und dann noch abwarten. Ich lasse mich überraschen. Es wird abends. Im Dorfgemeinschaftshaus herrscht immer noch Chaos. An Ruhe ist zumindest für Diana nicht zu denken. Der nächste Morgen. In wenigen Stunden ist es soweit in Lohnau. Noch liegt der Ort friedlich in der Sonne. Bräutigam Peter hat, wie es der Brauch will, die Nacht bei seinen Eltern verbracht und gefeiert. Jetzt bringt er die kulinarischen Gaben seiner Mutter in den Kühlwagen. Wenig Schlaf ist schon kein Ausdruck, weil wir haben ziemlich lange da noch gesessen, mein Vater und ich. Aber die Brille hoch. Ich habe so Augenränder. Ach, so lange? So lange, genau. Zu Hause bei Braut Diana herrscht noch fast Alltagsstimmung. Auch Diana hat nur 2 Stunden Schlaf gehabt wegen der Sitzordnung. Die letzte Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, wenn wir dann so mit Haare anfangen oder fast fertig sind, dann wird es stressiger und unruhiger und ja. Für ihre Mutter ist es jetzt schon unruhig genug. Ein Gewitter über Niedersachsen hat die ganze Hochzeitsplanung durcheinandergebracht. Mein Sohn, der steht in Hannover, kein Weiterkommen derzeit, wegen des Leitungen. Zug fährt weiter. Keine Ahnung wann. Das ist der, der die Braut zum Altar bringen soll. Das war die letzte aktuelle Meldung. Wir. Noch 2 Stunden. Peter muss ins Nachbardorf die Blumen holen und dann weiter. Die Musikanlage für die Sängerin fehlt auch noch. Ich bin völlig tiefenentspannt heute Morgen, immer noch. Ich sehe einfach alles optimistisch. Ist gestern so viel schief gelaufen, so viel kann heute nicht mehr schief laufen. Anders kannst du einfach nicht mehr rein. Das Einzige, was jetzt da schief laufen kann, dass irgendwas mit der Musikanlage schief gelaufen ist für die Sängerin. Aber da gehe ich mal nicht von aus. Immerhin sind die Blumen fertig. Das ist aber auch alles. In Wolfenbüttel ist Viola mittlerweile in extremem Zeitverzug. Sie ist eine halbe Stunde zu spät. Ich habe ganz doll Bauchschmerzen. Aber es ist halt jetzt ein schönes Gefühl, dass es so nach und nach klappt. Wenn ich das hinter mir habe und dann erst mal aus der Kirche rauskomme, dann fällt der größte Druck, glaube ich, ab. Es bleibt noch eine halbe Stunde für Friseur und Kleid. Weil jetzt jede Minute zählt, macht Schwiegermutter Regina Fahrdienst. Denn Bräutigam Jens steht schon an der Kirche mit den Gästen und ist nur noch per Handy zu erreichen. Ja, ich habe Magenschmerzen, ich habe das Gefühl, ich muss brechen. Es ist ganz, ganz kurz. Ja, ich bin's. Ja, sagst du, Papa, es ist alles geklärt mit der Kirche?
Jetzt wird's eng. Mit 2 Stunden Schlaf. Dann nicht gereizt sein. Fehlt noch das Prinzessinnenkleid. Seit Monaten hat Viola ihren Traum aus Tüll nicht mehr anprobiert. Warum auch? Aber das rächt sich jetzt. Hast du Zugang oder abgenommen? Was für ein Gürtel? Da mein Standesamtgürtel, ob der da drin ist mit den Federn. Du musst die hier hören? Ja. Weil das passt hier nicht mehr. Irgendwie geht das nicht zu. Kannst machen, was du willst. Ja. Meine Liebe. Entweder haben die das Falsche. Die haben es 42, in Größe 42 genäht, habe ich dir gesagt. Aber die haben es zugemacht. Es war zu, Mel. Es war zu. Wie, das geht nicht zu. Doch, das muss hochgeschnitt werden. Das ist ja nicht das Problem. Halt still. Ganz ruhig. Mel hat sich's angeguckt. Genau. Mama, ich wollte das ja 2 Nummern kleiner, weil ich gedacht habe, ich nehme 15 Kilo ab. Das hat nicht ganz geklappt. Und dann habe ich Bescheid gesagt, dass die es nicht, nicht enger nähen sollen. Hat sie gesagt, okay, ist in Ordnung. Dann habe ich es abgeholt und dann war es 2 Nummern kleiner. Ja-Wort ohne Luft zu holen. Das wird spannend. Gespannt ist auch Bräutigam Jens, der mittlerweile schon seit einiger Zeit in der Kirche auf seine Braut wartet. 10 Minuten zu spät, aber zumindest vollständig verpackt, macht sich Viola auf den Weg zur Kirche. Juhu, ich freu mich! Endlich ist es soweit. Jetzt habe ich auch keine Bauchschmerzen mehr, weil mein Kleid passt. Geschafft. Spät und atemlos, aber voller Vorfreude geht es nun für Viola in die Kirche. Es ist der Moment, von dem sie immer geträumt hat. Der Arm ihres Vaters führt sie direkt zum Altar und vor allem zu ihrem Jens. Ich danke dir. Nein, mein Schatz. Sieht schön aus. Danke. Und sitzen. Ihr seid gekommen, um eure Ehe unter Gottes Schutz zu stellen. Es folgt das Eheversprechen. Mein lieber Schatz, du siehst wunderschön aus. Du bist mein bester Freund fürs ganze Leben. Vor allem verspreche ich dir, ein wahrer und treuer Freund zu sein, solange ich lebe. Ich liebe dich. Mein Brummbär. 7 Jahre lang haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und nun stehen wir beide hier und ich kann es noch gar nicht glauben. Ich liebe dich, auch wenn du oft ein Brummbär bist, deine Mausi. Dankeschön. Hast du toll gemacht. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Es ist vollbracht. Emotional aufgewühlt haben Jens und Viola den kirchlichen Teil der Hochzeit gemeistert. Und die Wimpern haben gehalten. Ich musste weinen, das ging gar nicht anders. Also ich habe, glaube ich, 4 Taschentücher verbraucht, locker. Ich musste das sogar durchreißen, damit ich nur eine Hälfte habe. Also es war sehr emotional und es war schön und ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Und jetzt geht's weiter und ich hoffe, wir haben einen sehr schönen Tag und ja, ich habe alle meine Lieben echt lieb. Auch in Lohnau wird es jetzt langsam eng. Dianas Frisur sitzt noch nicht, die Braut ist weder fertig angezogen noch geschminkt. Aber es wird gut. Es wird gut. Ich bin immer noch tiefenentspannt. Wirklich? Ist so. Ich wär's nicht mehr. Ich bin immer noch voll tiefenentspannt. Derjenige, der die Nervositäten hat, ist unten am DGH. Da kann auch bleiben. Sie irrt. Bräutigam Peter ist nicht im Dorfgemeinschaftshaus, sondern in der Kirche und fummelt an der Anlage für die Sängerin. Problem ist jetzt gerade, mir fehlt ein Stecker, mir wurde ein Stecker nicht mitgeliefert und das andere Kabel ist kaputt. Das habe ich aber noch zu Hause, Gott sei Dank.
Und der Stecker ist auch schon eine Notlösung gefunden worden? Kann das sein, dass die Zeit etwas drängt? Ja. Zeit drängt ist schon kein Ausdruck mehr. Ich habe gleich ungefähr jetzt eine halbe Stunde, um mich komplett fertig zu machen, anzuziehen, alle drum und dran. Ich kann nicht mal sagen, gut, ich setze mich in aller Ruhe hin, trinke mir in aller Ruhe noch mal einen Kaffee, um einfach mal runterzufahren. Ich habe halt im Fachdeutsch die A-Karte. Ja, und das nur, weil die nächsten Notleute schon wieder weggebrochen sind. Während die Trauzeugin und Dianas Schwester im Dorfgemeinschaftshaus eilig Käseplatten herrichten, kämpft Friseurin Sandra zu Hause noch mit den Haaren der Braut. Was ist das? Es ist 10:50. Um 13:30 ist der Termin vor dem Altar. Zumindest Peter ist fertig, aber gute Laune sieht anders aus. Ich bin der Schnelle von der Gruppe. Was denn sonst? Wie ist die Stimmung? Scheinen beschissen. Dunkle Wolken über Lohnau. Die letzten Tage und die Absagen von Freunden und Helfern haben Peter ganz schön zugesetzt. Diana hingegen freut sich. Sie hatte mit dem ganzen Stress am Vormittag nicht viel zu tun. Die Frisur sitzt, das Make-up ist fertig und das 21-Euro-Kleid passt. Traditionell kommt die Braut immer 10 Minuten zu spät. Das wissen allerdings die meisten Gäste nicht. Und auch dem Bräutigam wäre es eigentlich lieber, wenn es so langsam mal losginge. Während Diana ohne männlichen Begleiter zur Kirche schreitet, ist ihr Bruder trotz des Unwetters doch noch an der Kirche in Lohnau eingetroffen. In letzter Sekunde. Endlich kann er die Braut zum Altar führen. Die Trauung beginnt. Draußen bringen sich ein paar Freunde schon mit kalten Platten in Stellung und schmeißen den Grill an. Verpassen Sie nicht das Wichtigste? Zum Auftakt der Trauung lauschen Diana und Peter dem Liebeslied der jungen Sängerin. Das Ersatzkabel des Verstärkers funktioniert. Langsam scheint sich die ganze Anspannung zu lösen. Doch der wichtigste Moment kommt erst noch. Diana, willst du Peter Reimann, den Gott dir anvertraut, deinen Ehemann lieben und ehren, Freud und Leid mit ihm teilen und ihm die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. So gebt einander eure Ringe zum Zeichen eurer Treue und Verbundenheit. Der Ring will einfach nicht an Dianas Finger passen. Schön, wenn er drauf geht. Und Peters Ring wurde scheinbar mit einem Seemannsknoten am Kissen befestigt. Sicher gut gemeint. Ich muss das erstmal abkriegen, du hast das gerade zugemacht. Trauzeugin, wir brauchen Fingernägel. Ich hab Fingernägel. Klappt. Endlich. Du machst ein Stück drauf und Mama macht den zu Ende. Ja, Mama hilft. Finger weg. So reicht einander eure rechte Hand, dass ich euren Ehebund segne. Geschafft. Der Ring sitzt zwar immer noch nicht richtig, aber Musik und Zeremonie sind feierlich. Jetzt geht es zum Dorfgemeinschaftshaus, wo in 15 Minuten die Party steigen soll. In Wolfenbüttel können inzwischen die frisch vermählten Brautleute Viola und Jens ihren schönsten Tag in vollen Zügen genießen. Eigentlich kann jetzt nicht mehr viel schiefgehen. Um 14 Uhr erreicht die Fahrzeugkolonne der Hochzeitsgesellschaft die Gaststätte. Und schon erfüllt sich ein weiterer Traum. Romantik pur. Weiße Tauben als Botschafter für ein glückliches gemeinsames Leben für 150 Euro. Saaldekoration, Tauben, DJ, die Kosten der gesamten Hochzeit liegen letztlich bei über 6.000 Euro. Zum Glück haben Eltern und Schwiegereltern einen Teil übernommen. Gut, dass viele der 65 Gäste Geschenkumschläge mit Barem überbringen.
Nicht schlecht für ein Brautpaar, das gleichzeitig ein Haus baut. Wir wollten auch gar nicht so uns auf die Geschenke fokussieren, weil wir... Es ist einfach, wir haben uns den Traum erfüllt. Auch ohne Geschenke hätten wir uns den Traum erfüllt. Und uns ist wichtig, dass alle da sind und dass wir jetzt einfach eine schöne Feier haben und die Torte nicht noch runterfällt. Aber die sind erstmal Nebensache. Gleich folgt der Höhepunkt des Abends, der Hochzeitstanz. Viola und Jens wollen noch schnell auf dem Parkplatz üben mit Hochzeitskleid. Doch da gibt es ein Problem. Wie bindet man die Schleppe hoch? Da waren doch irgendwo Markierungen. Ja, das Kleid, das, also die Schleppe, die muss hochgemacht werden. Und die im Brautladen hatten rote Fäden dran gemacht, anstatt sie weiße dran machen. Und wir haben die natürlich dann vorhin, bevor wir in die Kirche reingegangen sind, abgerupft. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wo die drei Teile sind, um das an den Knopf hochzubinden. Egal, Viola beschließt, es wird geübt, dann eben mit Schleppe. Jens ist sich da nicht ganz so sicher. Das war nicht der rechte, siehst du? Warte, das war der linke. Oh, nee, geht nicht. Geht nicht, ich zieh mich um. Und wieder rennt Viola. Eine halbe Stunde braucht sie, um sich auf der Toilette aus dem Kleid zu pellen. Dann geht es endlich los. Foxtrott liegt Jens mehr als Walzer. Jetzt kann die Party beginnen. In Lohnau haben während der kirchlichen Trauung die Freunde am Dorfgemeinschaftshaus alles vorbereitet. Auch den obligatorischen Baumstamm für das Paar. Gut, war alles schön. So wie gedacht. Doch, der Stress ist vorbei erstmal. Jetzt geht die Party los. Party, feiern, Fotos. Spaß haben, was essen, was ich irgendwie seit gestern nicht mehr getan habe. Nichts da essen. Zuerst muss gesägt werden. Also Essen gibt's morgen früh um 5, ne? Du sollst nicht schieben. Guck mal da die Kettensäge, bitte. Der Stamm ist durch. Ein gutes Vorzeichen für die Ehe. Endlich das Buffet ist eröffnet. Die Freunde haben sich kulinarisch ins Zeug gelegt. Und was würde Diana nun anders machen? Noch straffer organisieren, noch besser, noch mehr Leute. Falls wirklich, dass wirklich immer Ersatz da ist, wenn jemand abspringt. Das auf jeden Fall. Weil sonst endet es so im Chaos. Obwohl mehr als 30 Leute abgesagt haben, wollen sich Diana und Peter den Spaß an ihrer Feier nicht verderben lassen. Der Hochzeitstanz ist auch ihr Höhepunkt und soll nur für sie und ihre Familie sein. Peter Maffay lässt grüßen. Kurz vor 22 Uhr, die Hochzeitstorte kommt. Sie ist ein Geschenk von Peters Schwester und genau so, wie Diana und ihr Mann es sich erträumt haben. Alles in allem, die Feier ist gelungen. Und dank der Hilfe von Freunden und Verwandten hat die gesamte Hochzeit Diana und Peter letztlich doch weniger als 3.000 Euro gekostet. Wir wissen jetzt, wo die Kinderkrankheiten stecken, aber wir haben es ja nicht noch mal vor, ne? Nein, wir machen es selbstständig mit Wedding Planning für Billighochzeiten. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Nein. Und ob wir so, wenn wir mal irgendwann zur selben Hochzeit so weit sind, weiß ich nicht, ob wir es auch wirklich so machen würden, aber. Doch. Wir warten mal ab. Doch. Die Feier geht noch bis 5 Uhr morgens. Auch bei Viola und Jens hat längst der inoffizielle Teil begonnen. Party bis zum Schluss.
Man denkt sich irgendwie so, ein Abend, alles ist vorbei. Wir haben da Monate gebastelt. Oh, die ganze Tischdeko ist im Arsch. Ja, es ist wirklich so. Also, das habe ich schon die ganze Zeit so am Tisch gedacht. Ich dachte, oh Gott, ich muss alles wegschmeißen. Aber eines wird Ihnen in jedem Fall bleiben. Die Erinnerung an einen wirklich unvergesslichen Tag im Leben.